dann noch ein bisschen in meinen Lungen oder Bronchien, genau. Okay. Alex schreibt an seine Schwester Biene, der so ziemlich alles erzählt. Folgendes Schmierentheater hat sich heute früh zugetragen. Ich betrete um 8.50 Uhr frisch geduscht und geföhnt mit gestutzten Nasenhaaren und zwickenden Kontaktlinsen die Firma, begebe mich in größter Schreiblaune an meinen Tisch und schalte den Rechner an. Ich erhalte die verblüffende Nachricht, dass es unter meinem Username keinen Account gibt. Meine erste Vermutung? Die Pisser haben mich schon gekündigt und meine Mailbox gleich in der Früh gesperrt. Dann dämmert mir aber eine viel plausiblere Erklärung. Ich luge ins Nachbarzimmer und sehe, dass die Sachen von Bernd und Dragan schon auf ihren Tischen liegen. Sie selbst sind zweifellos im Raucherzimmer und flüstern sich gerade mit klopfendem Herzen zu. Jetzt müsste er es gemerkt haben. Ich schnappe mir also ihre Jacken, Palms, Handys und Aktenkoffer und verstecke den ganzen Kram in einem leeren Computerkarton im Lagerraum. Dann spaziere ich ins Raucherzimmer, wo die zwei tatsächlich Kaffee trinken und paffend einen auf harmlos machen. In meinem unbedarftesten Tonfall bitte ich sie um eine Minute ihrer Zeit, weil ich ein Login-Problem habe. Mit komplett unglaubwürdiger Bereitwilligkeit springen sie auf und gemeinsam sehen wir uns an, was es da hat. Bernd fummelt ein bisschen an meiner Maschine herum, dann dreht er sich zu mir. Da dürfte irgendwie dein Account gelöscht worden sein, deine Mails sind wohl weg. Ich frage lieb, wem könnte denn das passiert sein? Bernd: Das kann man jetzt gar nicht sagen im Nachhinein. Vielleicht einem Externen bei der Neukonfiguration des Intramails? Aha, sage ich, so ist das. Aber wir werden dir gleich einen neuen Zugang anlegen, hm? Schlägt Dragan vor. Aber alle meine Mails sind weg, oder wie? Interessiere ich mich weiter. Worauf beide ganz entschieden mitleidig mit dem Kopf nicken. Ich bedanke mich vielmals für ihre Unterstützung und sie verschwinden in ihr Zimmer. 4 Sekunden später stehen sie wieder vor mir und berichten mir von ihren schlechten Gefühlen den Umstand betreffend, dass sie vorher noch unheimlich komplett ausgerüstet waren, jetzt aber irgendwie alles futsch ist. Wo sind unsere Sachen, Arschloch? Ich versichere ihnen, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon wir jetzt eigentlich sprechen, aber dass es bei Verlustigkeitsfällen im Allgemeinen wahnsinnig schwer ist, im Nachhinein irgendwas zu sagen. Gerade als Bernd etwas an meinem Kragen richten will, kommt Astrid herein. Am liebsten würde sie wohl gleich wieder verschwinden und Bernd diese angefangene Sache in Ruhe zu Ende bringen lassen. Sie zögert aber eine Sekunde zu lang. Was ist mit euch los? Ich versuche, die Situation zu erklären. Eine finstere externe Person hat meinen Mail-Account gelöscht und anschließend die Sachen von Bernd und Dragan entwendet. Ich habe aber das ganz starke Gefühl, wenn die Mails wieder auftauchen, kriegen wir auch die anderen Sachen zurück. Astrid beschließt, dass das plausibel klingt und verschwindet zufrieden Richtung Kaffeeautomat. Jetzt trudeln auch die anderen Leute ein und Bernd und Dragan verkrümeln sich. Um Punkt 11 habe ich wieder Zugriff auf meine Mails und Froni findet im Lagerraum einen Karton mit allerlei Sachen drin. Als nächstes wird mir wohl irgendein Externer im Schlaf das Bein abschneiden.